Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf den Herrn Schüler in seiner Kanzlei begrüßen. Wir sind hier zu Besuch anlässlich der bevorstehenden Kommunalwahlen am 25. Mai. Und der Herr Peter Schüler links neben mir ist der Sprecher der Stadtverordneten insgesamt. Ist das so korrekt? Der Vorsitzende der Stadtverordneten. Und gleichzeitig kandidieren Sie auch dieses Mal wieder für die Grünen. Das ist so richtig. Die Bündnis Grünen, bitte. Bitte? Die Bündnis 90 Grünen, ne? Genau. Heißt es ja korrekt. Warum wir uns mit ihm verabredet haben, ist ganz einfach. Es geht um das aus unserer Sicht und ja vielfach in den Medien angeprangerten Fehlverhalten von Fahrradfahrern in dieser Stadt. Natürlich verhalten sich, das hatten wir im Vorfeld schon besprochen, natürlich auch Fußgänger falsch, auch Autofahrer falsch. Aber nach unserem Dafürhalten und was man auch an Leserbriefen in allen möglichen Postillen dieser Tage und in den letzten Wochen und Monaten in den Zeitungen lesen konnte, ist das doch sehr überbordend, was die fahrradfahrende Zunft betrifft. Wobei wir beide festgestellt haben, Sie fahren Fahrrad und ich fahre auch Fahrrad. Nur ich versuche es zumindest weitestgehend korrekt zu halten. Nehmen wir mal das Beispiel, Herr Schüler, den Landtag, wo ja steht, gemeinsam mit Rücksicht. Ja. Was sagen Sie dazu? Denn ich habe Ihnen vorhin Fotos gezeigt, wo man ja kaum über dem rechten Winkel sehen kann, dass man um die Ecke blinzelt und den fahrradankommenden Radfahrer als Fußgänger erblicken kann und sich ja in größte, ja fast schon Lebensgefahr begibt. Wie sehen Sie denn das? Erlauben Sie mir, Herr Söhner, zunächst einen kleinen Widerspruch. Ich glaube nicht, dass die Zahl der disziplinlos und rechtswidrig fahrenden Radfahrer zugenommen hat. Im Gegenteil, die Statistiken, die Unfallstatistiken zeigen, dass obwohl die Zahl der Radfahrer insgesamt zugenommen hat und auch weiter wächst in Potsdam, was ich für sehr erfreulich halte, die Zahl der von Radfahrern verursachten Unfälle sinkt. Das ist für mich ein Indiz dafür, dass die Zahl der, also der Anteil der Rambo-Fahrer, wie sie manchmal bezeichnet werden, entgegen der subjektiven Wahrnehmung nicht steigt. Ich will damit die falschen Verhaltensweisen von Radfahrern, wie von anderen Verkehrsteilnehmern, keineswegs bagatellisieren. Ich halte das auch für ausgesprochen gefährlich und für unangemessen, wenn Radfahrer verkehrswidrig zu schnell fahren, in Fußgängerzonen fahren, gegen die Fahrtrichtung fahren auf den Radwegen, wenn sie ohne Licht fahren, in der Dämmerung oder im Dunkeln, oder auch wenn sie auf Fußwegen fahren, weil das in der Tat andere gefährdet. Und ich hielte es durchaus für wichtig, eine Frage, der man sich stellen muss, wie man dieses Verhalten eindämmt. Soweit, glaube ich, kann ich das durchaus sagen. Welche Methoden geeignet sind, wird man schauen müssen. Nun haben Sie konkret gefragt nach dem Landtag. Da gibt es die Regelung, dass Fußgänger und Radfahrer sich den Fußweg teilen müssen. Und ein Hinweisschild, dass man gemeinsam rücksichtsvoll sich verhalten soll. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich glaube, dass es darauf ankommt, dass alle Verkehrsteilnehmer, Fußgänger wie Radfahrer, wie Autofahrer, sich bewusst sind, dass sie sich nicht allein im Verkehr bewegen, sondern dass es da eine Vielzahl anderer, oft auch schwächerer, langsamerer, weniger fitter Verkehrsteilnehmer am Verkehr teilnehmen und dass man auf die Rücksicht nehmen muss. Ich sehe am Landtag ein Beispiel, wo die gegenseitige Rücksichtnahme besonders wichtig ist. Aber ich sehe auf der anderen Seite keine Möglichkeit, wie man den dort zur Verfügung stehenden Verkehrsraum, der ist zugegebenermaßen nicht sehr groß, noch durch Teilung gefahrfreier gestalten könnte. Na, als Beispiel würde ich sagen,
wenn Sie den Fahrradweg so kennzeichnen würden, von der Stadtverwaltung her und auch als Stadtverordneter sich dafür einsetzen würden, dass er zum Beispiel also am Straßenrand, also je nachdem von welcher Seite Sie jetzt kommen, rechts außen oder wenn Sie von der Brücke, vom Hauptbahnhof kommen, wäre es ja dann die linke Seite, dass der Radweg dort ausschließlich auf der linken Seite ist. Und was mir auch bislang nicht klar ist, aus welchem Grunde hat man auch zum Beispiel bei der Brücke davor, man hat dort einen Fahrradweg und man hat einen Gehweg. Die sind aber sichtbar so schlecht voneinander für viele Menschen getrennt, dass sich auch die Fahrradfahrer teilweise, obwohl der Gegenverkehr sogar gestattet ist, überhaupt nicht daran halten. Nun frage ich mich, was spricht dagegen, dass man dort zum Beispiel statt dieser Vertiefung, da ist so eine kleine Mulde gemacht worden, wo normalerweise Regenwasser abfließt, glaube ich. Ich glaube, das ist auch ein Regenwasserabfluss. Und wenn Sie das weiterspinnen, diesen Faden am Landtag vorbei, hätte man doch durchaus keine Erhabenheit einbauen können, aber man hätte doch zum Beispiel kleine, wie bei Grabpflanzen, kleine Sträucher pflanzen können, die das sichtbar teilen. Dann wäre das eine klare Sache, dann muss der Fahrradfahrer nicht dem Gehweg, dem Fußgänger in die Quere kommen und umgekehrt natürlich auch nicht. So halte ich es für sehr gefährlich und ich sagte Ihnen bereits schon, es gibt ja, ist Ihnen ja auch bekannt, einen Behindertenbeirat in dieser Stadt und da gibt es auch eine ganze Reihe von blinden Menschen dort dabei und eine der dort Agierenden ist Frau Seidel. Und Frau Seidel ist da fassungslos, dass viele von den Stadtverordneten nichts dagegen unternehmen. Denn ein blinder Mensch kann einen Fahrradfahrer, der auf einem Gehweg verbotswidrig fährt, sagt ja, Sie sind ja Jurist, die Straßenverkehrsordnung, Paragraph 1 und 2, eindeutig aus, da gibt es ja keine Konjunktivverfahrensweise, kein soll und könnte und sollte und müsste. Da steht eindeutig drin, wenn der Gehweg nicht als solcher auch für den Fahrradfahrer freigegeben ist, dann hat der Fahrradfahrer dort nichts zu suchen. So, was soll denn nun Ihrer Meinung nach ein blinder Mensch machen? Zum Beispiel, jetzt können natürlich viele Bürgerinnen und Bürger sagen, naja, das ist ja nun nicht die Regel, aber es sind ja Menschen, die zu unserem Leben dazugehören. Aber Sie können auch einen Fahrradfahrer, das hat uns zum Beispiel der ADAC gesagt, da sind Studien gemacht worden, dann gibt es ja diesen ADFC, diesen Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, die sagen auch, man kann einen Fahrradfahrer von hinten auch bei bester Gehörlage, da muss man gar keinen, also nicht insofern hörbehindert sein, man kann ihn nicht hören, kaum, also erst wenn er gerade kurz neben einem ist. Wie soll sich denn da nun der Fußgänger verhalten, Ihrer Meinung nach? Denn er hat ja gar keine Chance. Er kann ja nicht, ich habe das mal selber einem Fahrradfahrer, der auf dem Gehweg fuhr, gesagt, ja, soll der Fußgänger jetzt fliegen oder was soll er jetzt tun? Also, ich könnte jetzt auch versuchen, weit auszuholen, ich will es kurz machen. Sie beziehen sich auf zwei verschiedene Sachverhalte. Nehmen wir den auf der langen Brücke, dort haben Sie den Gehweg und den Radweg, ich sag mal, rechtlich getrennt. Richtig. Für mich liegt es völlig klar auf der Hand, die Fußgänger laufen auf dem Fußweg und die Radfahrer auf dem Radweg. Und es gibt auch überhaupt keinen Grund an der Stelle für Radfahrer auf den Fußweg auszuweichen. Eine solche Notwendigkeit gibt es nicht und deswegen meine ich auch, sollte das in jedem Falle vermieden werden. Mit der Folge, dass die Fußgänger sich verhalten wie Fußgänger, nämlich dass sie einfach gemütlich auf dem Gehweg laufen. Etwas anderes haben wir vor dem Landtag. Dort gibt es keine getrennten Wege, sondern gibt es einen Verkehrsraum, den die Verkehrsteilnehmer sich teilen müssen, Radfahrer und Fußgänger. Und dort ist für mich der Grundsatz eigentlich auch offenbar, nämlich dass sich die schnelleren, die beweglicheren Verkehrsteilnehmer so verhalten, dass sie die langsameren und weniger mobilen nicht beeinträchtigen in ihrer Bewegung. Das heißt, die Radfahrer müssen dort definitiv Rücksicht auf die Fußgänger nehmen. Gut, aber verzeihen Sie, eine Zwischenfrage oder Zusatzfrage, Herr Schüler, das ist ja alles gut und richtig. Sie appellieren, auch die Stadt, also die Verwaltung, appelliert immer an die Rücksichtnahme. Aber nun wissen wir ja langsam aus Erfahrung, dass sich eben leider ein wirklich ein nicht unerheblicher Teil, ich sage ja nicht, dass es
alle sind, das hatten wir auch im Vorfeld gesagt. Es gibt natürlich sehr viele Leute, die sich auch daran halten, die sich übrigens selber darüber ärgern als Fahrradfahrer, sagen, haben Sie mir ja im Vorfeld unseres Gespräches ja auch gesagt, Sie ärgern sich auch, wenn Sie korrekt auf dem Fahrradweg fahren, dass Ihnen da irgendein durchgeknallter Zeitgenosse entgegenkommt und Sie müssen unter Umständen dem noch vielleicht sogar ausweichen. Und das geht eben nicht. Und diese Dinge müssen halt geahndet werden. Sie werden aber nicht geahndet, weil A, das Ordnungsamt sagt, Sie können niemanden ergreifen, das wäre eine polizeiliche Aufgabe. Die Polizei sagt wieder, sie hat kein Personal. Dann muss man sich allerdings fragen, wie organisiert Mike Toppel seine Polizeiaufgaben in dieser Stadt? Denn, noch einmal, Sie sagen, am Landtag soll man dort Rücksicht nehmen. Aber aus welchem Grunde haben denn die Stadtverordneten, also auch Sie, nicht dafür plädiert, dass man da eine klare, eindeutige Regelung findet? Also rechte Seite am Straßenrand, je nachdem von welcher Seite man kommt, rechte Seite, wenn man von der Stadtinneren kommt, Fahrradweg, wenn man von der Brücke kommt, wäre es ja dann links andersrum. Und dass der Bereich zum Landtag, also zum neuen Parlament hinzu, dass der den Fußgängern vorbehalten ist. Denn es kann mir kein Mensch erzählen, und hat mir bislang auch keiner erklären können, wie man, wenn man 3 oder 4 Meter vor der Ecke, wo man um den Landtag herumgeht, mit Röntgenaugen durch das Mauerwerk gucken kann. Und die Leute fahren dort nachweislich eben nicht rücksichtsvoll. Also die Leute fahren rücksichtsvoll, nur manche nicht. Ich fahre da auch lang und gebe mir Mühe, rücksichtsvoll zu fahren. Dann sind Sie ja vielleicht eine Ausnahme. Dort entsprechend langsam zu sein, damit ich genug Zeit habe, mich davon zu vergewissern, dass ich niemanden über den Haufen fahre. Aber Ihre Frage zielt ja woanders hin, nämlich warum haben wir uns nicht dafür eingesetzt, dass dort ein Radweg abgetrennt wird. Genau. Soweit ich mich erinnere, ich bin kein Spezialist für Verkehrsplanung und sitze auch nicht in dem zuständigen Ausschuss, aber soweit ich mich erinnere, sind im Vorfeld, also bei der Bauleitplanung, diese Fragen geprüft worden und sowohl die zuständigen Verkehrsbehörde von Herrn Bustrack als auch das Stadtplanungsamt, also auch die Verkehrsplaner im Bereich Stadtentwicklung, sind zu dem Ergebnis gekommen, dass eben der Platz gerade an der Ecke vom Landtagsstadtschloss eben nicht ausreichten, um neben einem Radweg auch einen Fußweg oder neben einem Fußweg auch einen Radweg auszuweisen. Fragen Sie mich nicht nach den genauen Bestimmungen und die Normen, aber die waren wohl der Hinderungsgrund. Okay, dann nehmen wir vielleicht nochmal, das hatten Sie in einem Schreiben unserer Redaktion geantwortet, die Charlottenstraße. Wir haben schon vor einem Dreivierteljahr, gerade wenn Sie Herrn Wustrack erwähnen und die Herrschaften, da sind ja mehrere involviert, die dafür zuständig sind, dann hieß es auch von dem zuständigen Fahrradbeauftragten, Herrn von Einem, man könne dort aus Denkmalschutzgründen keine Verkehrsstreifen auf der Fahrbahn aufzeichnen oder aufmalen. Und da sagt die Denkmalschutzbehörde, auch nach Recherche unsererseits, dass das totaler Unfug ist. Natürlich könnte man das machen. Nun frage ich mich, und Sie kennen ja diese Ecke ganz genau, weil Sie ja auch nicht so allzu weit entfernt selber wohnen und ihre Praxis haben als Anwalt und ich auch nicht weit entfernt wohne, warum jetzt immerhin nach fast einem Dreivierteljahr dort immer noch keine Markierungen auf der Straße sind. Das hat weder was mit dem Denkmalschutz zu tun, noch mit dem in der Hermann-Elfrein-Straße Neubau von C&A. Da hatte man argumentiert, da musste ein Teil, das weiß jeder hier in dieser Stadt, musste man die Charlottenstraße noch teilweise noch mal aufreißen. Und dann hieß es, ja, das müsste man dann später machen. So, nun ist das ja alles vorbei und nach wie vor ist dasselbe Dilemma da. Und ein großer Teil der Fahrradfahrenden Zunft fährt eben nachhaltig auf der, wenn man stadteinwärts, also zur Wilhelm-Galerie fährt, auf der rechten Seite lang. In dem Zusammenhang vielleicht noch ein Zusatz. Sie haben dann auch bemängelt in einem Schreiben an uns, dass Sie auch nicht sehr begeistert von diesen Kapp-Haltestellen sind. Welcher Zusammenhang, gerade weil das ja auch in der Charlottenstraße ist, ergibt sich denn für Sie mit Fahrradfahrern und dieser Kapp-Haltestelle? Oh, das ist schwierig. Also weshalb in der Charlottenstraße keine Fahrradstreifen abmarkiert worden sind, kann ich Ihnen ehrlicherweise nicht wirklich zufriedenstellend beantworten. Da kann ich Ihnen nur versprechen, dass ich nachfragen werde.
Ich habe den Eindruck, dass einfach gar nicht so viel Platz ist, gerade wegen der Kapphaltestellen, dass man neben dem Autofahrstreifen noch einen Fahrradstreifen abmarkieren könnte. Die Fußwege sind breiter geworden in der Charlottenstraße, was ich für erfreulich halte. Warum? Also ich habe Sie jetzt so verstanden, dass Sie in irgendeiner Weise das kritisch sehen, dass die Radfahrer auf dem rechten Fahrbahnstreifen fahren, aber wo sollten sie sonst fahren? Ja, Sie können ja nicht auf dem Gehweg fahren, das ist ja verboten. Eben. So, und warum können Sie, weil Sie gerade sagen, die Markierungen sind bislang nicht aufgebracht worden. Wir hatten am Eingang unseres Interviews auch mal gesprochen, in Potsdam-West gibt es die Forststraße, die von der Zeppelinstraße abgeht. Und die ist ja nun insgesamt auch nicht breiter, haben wir sogar mal vermessen, als die Charlottenstraße. Und dort sind ja durch Herrn Klipp, das hatte sich ja auch mal groß publizistisch in den Zeitungen ablichten lassen vor ein paar Jahren, beidseitig Fahrradstreifen markiert worden. Und wenn Sie dann mal den Rest als Autofahrer betrachten, ist das auch schon relativ gering. Das stört aber da eigentlich gar niemand. Da ist das eben so und da finde ich es auch völlig in Ordnung, dass dort Fahrradmarkierungen vorhanden sind. Da weiß man, in der Forststraße, da habe ich rechts einen Fahrradweg auf der Straße und wenn ich eben stadteinwärts, also von der Tierklinik zum Beispiel komme, wieder zur Zeppelinstraße zurück. Nur für diejenigen, die das jetzt vielleicht so sinnbildlich nicht vor sich haben, dann ist dort auch eine Markierung als Fahrradweg da. Das ist ja alles in Ordnung, obwohl übrigens in früheren Jahren, möchte ich noch anmerken, vielleicht erinnern Sie sich noch an Herrn Tänzer. Herr Tänzer war der Vorgänger von Herrn Toppel und Herr Tänzer ist heute Polizeidirektor und in Brandenburg und der hat damals in einem Interview uns mal gesagt, das wäre da in der Forststraße überhaupt nicht notwendig gewesen. Lassen wir das mal so stehen, können Sie gerne kommentieren. Aber nochmal zurück zur Charlottenstraße. Dort gibt es eben sehr wohl, genau wie in der Forststraße, die Möglichkeit, neben den parkenden Fahrzeugen natürlich eine Markierung anzubringen. Aber Sie haben eben, wenn ich das auch noch ergänzen darf, als Fragestellung erwähnt und haben gesagt, die Gehstreifen werden dort breiter gemacht worden. Dann frage ich mich aber auch, lieber Herr Schüler, warum haben sich dann die Grünen nicht damals schon eingesetzt, dass man, wenn man das verbreitert hat, gerade auf der rechten Seite, also vom Luisenplatz statt einwärts zur Wilhelmgalerie, da hat man einen Absatz eingebaut. Warum hat man denn dort nicht einen Fahrradweg installiert? Das wäre doch eine sinnvolle Lösung gewesen. Oder sehen Sie das anders? Und wenn Sie es so sehen, warum ist das nicht gemacht worden? Dann wären doch die Probleme gelöst. Also erstens, diesen merkwürdigen Absatz auf der rechten Seite, ne, den Fußweg also halbiert, den habe ich auch nie verstanden. Also für die Zuhörer und Zuseher später einmal auf unserem Kanal auf YouTube, nur zur Erklärung, man hat da einen Absatz geschaffen, also es ist ein Gehweg und der hat praktisch vor der normalen Bordsteinkante nochmal wie so einen breiteren Austritt. Und das versteht kein Mensch, was das sein soll. Das versteht in der Tat kein Mensch, was das sein soll. Und ich kann Ihnen auch nicht erklären, warum es dazu kam. Wir haben das in unsere zuständigen Stadtverordneten im Stadtentwicklungsausschuss haben das nachgefragt, was das für eine eigenwillige Planung sei, aber eine befriedigende Antwort haben sie nicht bekommen. Warum es dennoch passiert ist, es ist so im Bebauungsplan meines Wissens beschlossen worden. Auch ohne eine befriedigende Antwort auf unsere Frage. Ich glaube, es hängt mit dem, aber das weiß ich nicht genau, gerade mit den Kapphaltestellen zusammen. Aber ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Und was? Hey, setz dich mal hin. Jetzt muss ich alles wieder rausschneiden. Nein, hallo. Sind noch, haben Sie auch einen Hund, oder? Nee. Bitte? Fritz, setz dich da jetzt hin. Tschüss. Die Olle, die Dollar. 11,5 Jahre und hört immer noch nicht. Freut sich immer wie Bolle. Gut,
Also zurück zum Thema nochmal, da kann ich einen besseren Schnitt machen. Ja. Also zurück nochmal zum Thema, Sie verstehen das auch nicht, warum das gemacht worden ist, aber wäre es nicht von Ihnen oder von den Stadtverordneten nicht dann doch mal die Aufgabe gewesen oder für die Zukunft, doch mal Herrn Klipp als zuständiger Beigeordneter für das Bauwesen mal zu fragen, was denn dieser Unsinn eigentlich mit dieser Abstufung soll? Das können wir fragen, wobei ich denke, manchmal muss man sich auch mit Realitäten abfinden. Der Aufwand, das zu ändern, ist wahrscheinlich so groß, dass man sich eine Weile damit wird abfinden müssen. Sie haben mich auch gefragt, ob es sinnvoll sei, in der Charlottenstraße Fahrradstreifen zu markieren. Da bin ich in der Tat skeptisch. Ich meine, das ist eine Straße, die ja im Grunde genommen relativ ruhig ist. Also da fließt vergleichsweise wenig Verkehr, es ist eine innerstädtische Straße, die keinen überregionalen Verkehr aufnehmen muss. Und vor diesem Hintergrund scheint es mir eine ganz praktikable und vielleicht sogar vorteilhafte, was die Sicherheit der Radfahrer betrifft, vorteilhafte Regelung zu sein, dass die sich auf der Straße bewegen, ganz normal und Autofahrer dort Rücksicht nehmen. Also da sehe ich den Vorteil von Radstreifen nicht so ganz offenkundig. Das ist ein bisschen anders als in der Zeppelinstraße, wo man bei dem dichten Verkehr mit Sicherheit Radwege braucht. Oder in der Forststraße, die doch immerhin auch überregionalen Verkehr aufnimmt, wenn auch nicht immer. Na, wenn Sie die Zeppelinstraße, wenn ich Sie mal unterbrechen darf, Herr Schüler, in der Zeppelinstraße hat schon nach seinem Amtsantritt Herr Klipp mir mal ziemlich verärgert mal in einem Schreiben mitgeteilt, man könne nicht alles sofort machen. Das war aber im Jahre 2010, also immerhin jetzt rund 4 Jahre her. Und in der Zeppelinstraße ist, ich nehme an, Sie meinen das Teilstück, ab der Geschwister-Scholl-Straße bis vorne fast zur Kastanienallee, also das kleine letzte Stückchen rechts, wenn man stadtauswärts fährt, wo Lidl, Fressnapf und Getränkehoffmann ist, da haben sie ja teilweise schon durch den Neubau von Kaufland auf der anderen Seite auch auf der anderen Seite einen Fahrradweg erschlossen, aber die, also bis praktisch zum Einkaufsparadies Lidl haben sie das eben nicht so. Und nun ist es für kaum jemand nachvollziehbar, gerade weil da auch das Landesversorgungsamt eine Außenstelle hat, wenn sie dort als Behinderter dorthin fahren. Nehmen wir mal an, Sie wären jetzt ein schwerbehinderter Mensch und würden sich dort mit der Taxe dahin fahren lassen, steigen dort aus und gegen den Durchgang zu diesem Landesversorgungsamt, wo am Anfang und am Ende selbstverständlich die Markierung da ist, dass es sowohl für Fußgänger als auch für Fahrradfahrer ist. Das sehen Sie aber nicht, weil noch nicht mal eine weiße Linie eingezeichnet ist. Das heißt, die Omi oder der Opa, wenn ich jetzt mal charmant sagen darf, Herr Schüler, rennt praktisch in sein Verderben, weil er nicht damit rechnen kann und auch nicht muss, dass dort ein Fahrradweg vorhanden ist. Und der Fahrradweg wird auch dort, obwohl es auf der gegenüberliegenden Seite einen Fahrradweg gibt, immer wieder Tag ein, Tag aus, von Minute zu Minute rechtswidrig in gegenseitiger Verkehrsläufigkeit von Fahrradfahrern benutzt, wo sich die da dort korrekt Fahrenden ständig darüber ärgern müssen. Das stimmt, das kann ich bestätigen, als jemand, der sich bemüht, dort korrekt zu fahren. Also der Taxifahrer kann zum Lasow auch reinfahren, der muss die Bedürftigen, die Hilfsbedürftigen nicht vor dem Radweg absetzen, wo er ohnehin nicht halten darf. Aber nein, ich will das Problem nicht kleinreden. In der Tat, in der Zeppelinstraße auf diesem Abschnitt zwischen Nansenstraße und Kastanienallee gibt es ein Teilstück, da gibt es keinen Radweg, sondern da müssen sich Fußgänger und Radfahrer den Gehweg teilen. Der ist also für die Radfahrer freigegeben. Dort wäre mir auch ein Radweg sehr viel lieber. Aber auch hier ist die Situation so, dass hätte man einen Radweg abteilen wollen, man ihn nicht vom Gehweg hätte abtrennen können, weil er dafür zu schmal ist, man hätte ihn von der Fahrbahn abtrennen müssen. Das wäre meine Vorzugsvariante gewesen, Herr Filmhauer. Aber ich habe mich belehren lassen müssen, dass die Zeppelinstraße so stark mit Kfz-Verkehr belastet ist, dass das eben nicht möglich war. Ja,
Ich bin am Apparat. Fraktionskolleginnen und Kollegen würden das auch gerne tun, dort einen Fahrradweg ausweisen zu lassen, der beiden Fahrbahnen für den motorisierten Verkehr. Aber Sie wissen, wie oft Stau in der Zeppelinstraße ist. Das ist eine der verkehrsbelastetesten Straßen in Potsdam. Selbst die berühmten Förderampeln sorgen ja schon für ausreichend Unmut. Und Sie können sich vorstellen, mit welchen Schwierigkeiten wir rechnen müssten, wenn dort eine Fahrbahn für Autos wegfiele und damit die Gefahr für Staus stiege. Also da muss man auch realistisch sein. Ich denke, in absehbarer Zeit wird es da nicht möglich sein, einen Radweg auszuweisen, es sei denn, es gelingt uns irgendwie die Häuser ein Stück beiseite zu ziehen. Aber ich nehme auch Ihren Worten jetzt als grünen Politiker, dass Sie nicht very amused sind, um das mal so, wie die englische Queen das sagen würde. Das also begeistert sind Sie sicherlich nicht. Nein. Dann habe ich noch zwei letzte Punkte in unserem Interview. Sie haben auch im Vorfeld, wo wir uns schriftlich mal kurz ausgetauscht haben, geschrieben, dass Sie von unsinnigen Regelungen, da hätten Sie uns als Redaktion auch voll auf Ihrer Seite, nichts halten. Beispiel haben Sie angeführt, Brandenburger Tor, die Ampel rot, nachts, dass das völliger Blödsinn ist. Wir machen das nochmal, denn sonst haben wir das ganze Gepiepse da drauf. Ich halte ja mal mehr von längeren Interviews als von diesen 1,30-Geschichten des RBBs. So, wir hatten jetzt eine kleine Unterbrechung durch ein Telefonat. Das kommt nun mal beim Rechtsanwalt wie auch beim Onkel Doktor, sonst den freischaffenden Künstler natürlich vor. Nochmal zurückkommen. Unsinnige Regelungen hatte ich angeschnitten. Brandenburger Tor, nachts die Ampel, Fußgänger, Fahrradweg. Da stimme ich Ihnen völlig zu, dass man da nachts und nicht unbedingt eine Minute warten muss. Da würde selbst ich rechtswidrig rübergehen. Keine Frage. Nur Frage an den Politiker Peter Schüler. Warum macht auch da die Stadtverordnetenversammlung nicht mal Druck bei Leuten wie Herrn Wustrack und Herrn Kahle und wie sie alle im Rathaus heißen? Denn da könnte man ja auch diese Ampelschaltung, in dem Falle dort völlig okay, nachts abschalten, denn da würde ja nun keiner zu Schaden kommen. Oder wie sehen Sie das? Zwei Bemerkungen. Erstmal, ich würde hier zwischen Herrn Wustrack und Herrn Kahle unterscheiden. Herr Wustrack ist Leiter der Straßenbehörde und damit zuständig für die Ampeln. Herr Kahle ist es nicht, Herr Kahle ist im Stadtplanungsamt, den würde ich hier also mal ein bisschen in Schutz nehmen wollen an dieser Stelle. Warum geht das nicht? Weil die Durchsetzung der Straßenverkehrsordnung nicht in die Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung fällt. Das ist eine Frage, die Sie eigentlich nur nach der Straßenverkehrsordnung, die Bundesrecht ist, wie Sie wissen, beantwortet werden kann. Und Herr Wustrack erklärt uns immer wieder, dass er an die Straßenverkehrsordnung gebunden ist und wir können natürlich keinen Beschluss fassen, das heißt wir könnten, aber er wäre nicht durchsetzbar, wenn er gegen die Straßenverkehrsordnung verstieße. Dann habe ich noch eine letzte Frage an Sie. Der ehemalige Verfassungsrichter und Präsident des Verfassungsgerichts, Professor Dr. Hans-Jürgen Papier, hat mal, wenn wir jetzt mal von dem Fahrraddilemma unserer Landeshauptstadt Potsdam mal weggehen, allgemein, das ist ja nicht nur das Thema Fahrradfahren in dieser Stadt angesagt, sondern was Mieten angeht, ähnliche und andere Dinge. Und wenn ich da so plakative Formulierungen finde, ich liebe Potsdam, Potsdam ist toll, 100% sozial, wobei ja sozial eigentlich barmherzig sogar aus dem Lateinischen korrekt heißt, dann hat, wenn ich das mal zitieren darf, der ehemalige Bundesverfassungsgerichtspräsident mal gesagt, die Bürger erwarten, dass die Regierenden programmatische Orientierung bieten und keine smarten Sprüche aus den Werbeabteilungen der Politikberater.
Was sagen Sie denn zu so etwas? Denn der Bürger will ja Parteien oder Politiker wie Sie und andere, ob jetzt SPD, Linke, wen auch immer, wählen wollen, wo er sagen kann, den wähle ich, den Peter Schüler, weil der sich, um bei dem Beispiel Fahrrad zu bleiben, dafür einsetzt, dass jetzt endlich mal ein Fahrradstreifen in der Charlottenstraße gemacht wird. Also zunächst mal, ich halte die Feststellung von Herrn Papier für völlig richtig und zutreffend. Und selbstverständlich sollen, müssen Politiker, wenn sie sich wählen lassen wollen, programmatische, wie hat er es gesagt, programmatische Orientierung geben. Die Krux besteht darin, dass sie dafür eine geeignete Form finden müssen, und das ist ganz schwierig. Wenn Sie meine Partei nehmen, Bündnis 90 Die Grünen, die haben ein Kommunalwahlprogramm verabschiedet, das hat ungefähr 30 DIN A4 Seiten. Davon gibt es ein paar Kurzfassungen, also komprimiert auf Kernaussagen, da bleiben dann 9 übrig. Die beschreiben aber schon relativ wenig. Das liegt in der Natur der Sache. Das heißt, ich glaube, alle Parteien haben solche Wahlprogramme, in denen sie die programmatische Orientierung geben. Aber was nicht gelingt oder was kaum gelingt, ist, dass man diese programmatischen Orientierungen auf einem Wahlplakat unterbringt. Nein, das ist richtig. Aber Sie finden ja, das sagte ich Ihnen vorhin auch schon mal eingangs unseres Interviews, leider bei manchen Parteien, bei den Grünen erfreulicherweise, ich glaube, bei den Linken ist es auch vorhanden, findet man ja noch nicht mal, also bei Ihnen findet man eine Internet, also eine www-Adresse vor, bei anderen nicht. Da wäre doch vielleicht ein eleganter Hinweis, statt Potsdam ist toll und Potsdam ist schön, besser gewesen, unser Programm lesen Sie hier. Das hat aber keine einzige Partei gemacht. Also Sie lesen klitzeklein irgendwo unter den Plakaten drunter, dass man die Internetadresse sieht. Das ist aber irgendwo, finde ich, zu wenig. Okay, das nehme ich mit. Dann danke ich für das Interview. Keine Ursache, sehr gern. Danke.